So, jetzt. Linda darf uns was vorspielen. Nee, wir dürfen zuhören, danke. Und du wolltest was auch sagen. Na gut, mach einfach mal. Straßenmusikerin, machen Fisch. Oh. Das soll friedlich sein hier. Hau mich doch nicht. Also ich bin, wie gesagt, eigentlich Straßenmusikerin. Und letztens war ich an der Warschauer Straße, weil ich da immer stehe, um Straßenmusik zu machen. Und da wurde ich angesprochen von drei netten Jungs. Die haben gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, hier auf der Friedensdemo was zu machen. Und da meine Lieder alle von Liebe, also nicht erwiderter Liebe handeln, habe ich gedacht, ich werde doch mal zwei Gedichte vortragen. Aber ein Lied wurde mir gesagt, das könnte ich trotzdem machen. Und das hat der Andi gesagt, hi. Und das Lied spiele ich jetzt, das heißt Nicht normal. Und danach werde ich noch zwei Gedichte vortragen. Eins habe ich eigens hierfür geschrieben. Und ja, mein Lied geht so. Irgendwann ein Licht.
fürchten sich, älter zu werden, ist kein Grund, erwachsen zu sein. Dankeschön. Okay, vielen Dank. Also so viel zu dem Lied. Jetzt kommt der Teil, wo ich ein bisschen nervöser bin, weil vorlesen tue ich normalerweise auf der Straße nicht. Ich habe trotzdem zwei Gedichte, die möchte ich gerne vortragen. Ich fange mit dem an, was ich schon vorher geschrieben habe, was ich jetzt nicht hierfür geschrieben habe. Das heißt das System. Und, ja. Das System weint manchmal heimlich. Das System lacht oft sehr laut. Das System schafft neue Wege, die es sich dann selbst verbaut. Das System, es kann nicht schlafen, denn das System denkt so viel nach und dadurch kommt es nicht zur Ruhe und so bleibt es einfach wach. Das System wird auch nicht müde, doch das System braucht seinen Schlaf, um zu erkennen und zu begreifen, warum es manche Dinge macht. Das System wünscht sich einen Neustart. Doch es weiß auch, dass das nicht geht. Das System hat auch erkannt, dass es sich oft selbst im Weg steht. Das System braucht Liebe. Das System wehrt sie ab. Das System weiß selbst nicht, warum es das genau macht. Das System ist meistens freundlich und es ist auch kompatibel und es nimmt anderen Systemen auch nur selten etwas übel. Das System bin ich. Ja, ich weine heimlich und ich lache laut und ich brauche Nähe, jemanden, dem ich vertraue. Ich wünsche mir ein System aus Wegen, die nicht ins Nichts führen. Ein System aus nicht traurigen, sondern aus schönen Gefühlen. Ich möchte wieder ruhig schlafen, möchte verdenken, möchte träumen, möchte zusammen mit anderen Systemen die Zeit sinnvoll versäumen. Mich auf Bäumen gegen falsche Ideale, radikale und banale und im Geiste deutlich schmale. Möchte lieben, möchte Liebe, möchte lieben, möchte lieben. Denn ich weiß, auf dieser Welt werde ich nichts Schöneres erleben. Und auch geliebt zu werden für das, was ich wirklich bin, da will mein System hin, denn es weiß, darin liegt der Sinn. Ich will erkennen, will begreifen, will mich nicht mit anderen streiten, möchte Spaß und möchte Freude und sie auch anderen bereiten. Ich will erkennen, will begreifen, warum ich mache, was ich mache und warum ich manchmal traurig bin und dennoch lauthals lache. Das System bin ich und das System bist du. Wir sind alle Systeme, doch kaum einer kommt zur Ruhe. Wir sollten aufeinander zugehen und dem anderen nicht im Weg stehen, denn schlussendlich sind wir doch alle vom selben System. Wir müssen lieben, können lieben, dürfen lieben, einfach so. Unsere Systeme werden nämlich nur auf diese Weise froh. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe übrigens auch eine Facebook-Seite für alle Leute, die Lust haben, mich weiter zu verfolgen. Ich bin Mädchen aus Berlin, so ist die Facebook-Seite ganz einfach. Kann man sich merken, wenn man möchte. Okay, jetzt kommt das Gedicht, was ich geschrieben habe, nur für heute. Das habe ich vor einer Woche geschrieben oder ich weiß nicht genau, wann die mich angesprochen haben. Ist auch egal. Es geht so. Ich möchte Mensch sein und nicht Gefangener als Teil eines Hamsterrads. Ich möchte gern frei sein. Doch das passt nicht ins Konzept dieses Superstaats. Denn das Rad muss sich bewegen, muss sich drehen, darf nicht stehen, denn sonst würde deren Machtkonstrukt kaputt und einfach untergehen. Von den Medien manipuliert, die Wahrheit verschwiegen, der Feind propagiert und sehenden Auges in den Krieg manövriert. Und ich frage mich, wer will denn, dass so etwas passiert? Willst du das? Wollt ihr das? Ich höre kein Ja. Doch die Kriegsgefahr, die ist erschreckend nah. Der Feind, der Russe. Und vorher der Moslem. Na klar, die Bild schreibt's, also muss das ja stimmen. Ich sag, ich bin Mensch. Und der Russe ist das auch. Und ich glaube nicht, dass hier irgendein Moslem sowas wie den Krieg braucht. Dass er ihn weder mag noch will. Und ich wünschte mir, Politiker hielten ihre verdammten Füße still. Überhaupt wünschte ich mir, dass Politik dem Volk diente und sich nicht an unseren Taschen bediente. Es scheint, als würden für sie nur noch die Interessen der Wirtschaft zählen. Deswegen gehe ich schon lange nicht mehr wählen. Denn ganz ehrlich, was habe ich für eine Wahl? Würden diese etwas ändern, wären sie doch längst nicht mehr legal. Nein, abgeschafft hätte man sie, so wie man es gerade macht mit unserer Demokratie.
Paragraphen kann ich leider gerade keine nennen. Es sind wohl auch zu viele, um sie alle zu kennen. Aber Bauchgefühl, darüber verfüge ich. Und eins ist das nicht, und zwar nicht lächerlich. Man muss entweder blind sein oder total manipuliert, um nicht zu erkennen, dass hier etwas absolut Falsches passiert. Macht die Augen auf, hört auf euren Bauch, informiert euch bitte und werdet auch laut. Zu Hause zu sitzen, vor Zukunftsangst zu schwitzen und ab und zu bei Facebook mit provokanten Posts zu blitzen, bringt weder euch noch der Gesellschaft was. Geht auf die Straße, bringt ins Rollen das Fass. Seid nett zueinander, das tut wirklich nicht weh. Die wollen uns zwar spalten, aber ihr entscheidet, welchen Weg ihr wählt. Eine helfende Hand, ein Lächeln sollte doch gehen. Auch für die Uniformierten, die sind auch nur gefangen im System. Wir wollen doch Frieden überall und Frieden auf der Welt. Aber das geht nicht, wenn man ihn den anderen vorenthält. Du bist es, der den Weg des Friedens wählt. Nein, wir sind es und es ist hoffentlich noch nicht zu spät. Dankeschön, vielen Dank. Das war's von mir.